So, Freunde, neues Video und zwar wieder in einem Porsche. Und zwar in einem Porsche 997 Turbo MK1 handgerissen. Ist das Auto vom Philipp Möller. Den Philipp Möller kennt ihr aus unseren Videos. Der hat zum Beispiel unseren 124er lackiert. Und der hat früher einen schönen 964 gefahren. Wirklich schönes Auto in Orange und so richtig geil. Und dann hat er gesagt, Kai, jetzt brauche ich mal was mit Bums. Ich habe mir 997 Turbo gekauft. Lass uns da mal bitte was zusammen machen. So, da haben wir kurz geschnackt. Da hat der Philipp eine Sportabgasanlage mit 200 Zellen Katz verbaut, hat GT2 RS Ladeluftkühler von HG Motorsport verbaut. Das sind die mit den Aluminiumkasten angeschweißt. Bin ich ein riesen Fan von, weil die werden auf Dauer nicht undicht. Wenn du die mit Silikondicht machst oder mit Klammern, die werden irgendwann undicht. Also da nehme ich immer die von HG Motorsport. Was haben wir noch gemacht, Tim? Kupplung. Kupplung ist gemacht. Und dann unser Lieblingsspielzeug, Wassermethanol. Hat in dem Fall der Tim ja eingebaut, weil normal verbauen wir das nicht. Der Philipp hatte keine Lust, wusste aber, der Tim hat das bei sich so schön verbaut. Und da hat der Tim gesagt, komm, meine Güte, wir verbauen ihm das. Und das haben wir auch gemacht. Das hat der Tim wieder sehr schön gemacht. Hier oben in die Sport-Chrono-Anzeige ist die Anzeige von Snow Performance verbaut. Den Tank vorne im Kofferraum. Die Pumpe ganz unten verlegt und dann haben wir uns entschieden, bei dem Auto nicht zwei Düsen zu fahren. Ja, der Tim fährt bei sich ja zwei 6er Düsen. In dem anderen schwarzen 997 Turbo, den wir als letztes hatten, schwarz-breit-stark-Auto, da hatten wir zwei 5er Düsen. Und weil wir hier Serienlader fahren, haben wir gesagt, wir gehen auf eine 6er Düse. Und die reicht auch vollkommen. Ich sag mal, eine 6er Düse reicht so in den Autos, ich sag mal, bis 700 PS. Und zwei 5er Düsen könntest du fahren ab 650 PS. Dazwischen ist so ein bisschen Überschneidung. Und zwei 6er Düsen beim Tim eigentlich erst ab 800 PS. Da brauchst du zwei 6er Düsen. Da haben wir mal ein bisschen Infos dazu rauszugeben. So, eigentlich noch wenn ein bisschen mehr Leistung. Zwei 6er Düsen sind für 800 PS ein bisschen viel. Es funktioniert bei, aber bei dir. Aber man muss sich das explizit angucken und auf den Ladedruck gerechnet sehen. Und bei 2 bei Ladedruck sieht das in der Tabelle etwas anders aus, was da vorgesehen ist an Düsengröße. Tabelle hin, Tabelle her vorgesehen. Wir reden von unseren Erfahrungswerten und wir wissen, wie wir das abzustimmen haben und so weiter und so fort. Das Auto haben wir auf der Autobahn abgestimmt. Ja? Und haben das Auto auch gestern schon gemessen. Die Leistungsmessung können wir jetzt mal einblenden. Haben den Allrad wieder eingebaut. Auf dem Prüfstand wisst ihr, nehmen wir die Kardanwelle raus bei den Autos. Haben jetzt den Allrad wieder eingebaut und wollen jetzt mit euch Driftbox-Seiten fahren. 100, 200, 200, 250, vielleicht auch 300, je nachdem, was geht. Wollen wir euch mal mitnehmen. Und das ist hier so meine Empfehlung, wenn ihr einen 997 MK1 fahrt. Ist das eigentlich so für mich preis-leistungsmäßig mit der geilste Umbau, weil die Krümmer bleiben original, die Lader bleiben original, die Ansaugung bleibt original. Selbst der Luftfilter ist in dem Fall original, hier kannst du auch wieder was anderes reinstecken. Hauptsache sauber ist meine Meinung, da braucht gar keinen Sportluftfilter rein, sondern immer einen frischen originalen geht auch. Der ist jetzt Asbach uralt, Kerzen zu spulen muss der Philipp auch mal neu machen, ist auch alles nicht ganz frisch, hat er noch als Hausaufgabe, hat aber jetzt beim Abstimmen keine Probleme gemacht. Also wie gesagt, wir fassen nochmal zusammen. Kupplung musst du machen, die rutscht sonst beim MK1. Wenn du einen Tiptronic hast, brauchst du keine Kupplung machen, müssen wir nur ans Getriebesteuergerät das umprogrammieren. Dann stecken hier Ladeluftkühler drin, Sportauspuffanlage und unser Spezialwassermethanol-Kit. Unabdingbar bei den Dingern. Auf dem Prüfstand bringt dir das nicht so viel an Leistung. Ja? Ich kann diese Leistung, die wir jetzt hier gefahren haben, ihr habt es gerade gesehen, wir fahren hier 605 PS, 890 Newtonmeter, kann ich dir ohne Wassermethanol auf dem Prüfstand fahren. Aber fahrt dann mal 200, 300 und ihr werdet sehen, was die Zeiten einbrechen, weil der in die Abgastemperaturregelung geht, in die Ansauglufttemperaturregelung, überall läuft der rein.
Und jetzt schwenken wir erstmal eben die Kamera auf die Box und unterhalten uns dann weiter, weil wir sind jetzt gleich an unserer Teststrecke. Zweimal ohne Probleme geschafft, 6,4 Sekunden. Tank ist halb voll, seht ihr. Wieder nichts leer gemacht, Fußbad raus oder sonstiges. Wir haben draußen 18 Grad, wir sind zwei Mann hier drin. Also wieder nicht auf Spitzenzeit, sondern das, was das Auto jeden Tag abliefern würde. Und das ist jetzt gerade 6,4 Sekunden von 100 auf 200 mit Serienturboladung. Mit großen 20 Zoll OZ-Felgen drauf. Das seht ihr gleich noch. Wir zeigen euch das Auto von außen mal. OZ-Felgen sind drauf. Der Philipp hat natürlich nicht sein lassen können, am Auto rumzuspielen. Er hat an der Stoßstange vorne andere Lufteinlässe reingemacht, hat an der Heckstoßstange Lufteinlässe gemacht. Das ist alles Geschmackssache. Das muss jeder machen, so wie er will. Ich habe welche gehört, die haben gesagt, boah, voll geil. Ich habe auch welche gehört, die haben gesagt, ey, wie kann man nur sowas machen? Reine Geschmackssache. Solange es dem Philipp gefällt, gefällt es dem Philipp und das reicht. Hier ein CAE-Shifter wieder drin, fährt sich in den 997, habe ich letztes Mal schon erzählt, sehr, sehr gut. Finde ich, gefällt mir und würde ich auch fahren im 997, weil einfach geil ist, so von der Position und allem. Viel mit Carbon hier gemacht, großen Spoiler hinten drauf, aber das seht ihr alles gleich. Wir machen noch so ein bisschen Aufnahmen von außen und von innen. So, 300 hat jetzt zweimal nicht geklappt. Was mussten wir gerade vom Gas gehen, 200? 292 muss ich vom Gas geben. Wir wollen auch nie was riskieren. Das heißt, ich bleibe bis 300 nur drauf, wenn ich weiß, die Strecke ist frei und nicht, es könnte eventuell ein Auto rausziehen und so weiter. Deswegen lieber zwei, dreimal vom Gas geben. Wir probieren es jetzt noch zweimal. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Wir haben halt auch mittags, 11.40 Uhr, dreispurige Autobahn. Aber wenn halt nicht frei ist, nicht ja frei. Und wenn wir jetzt mehr Leistung hätten, so wie beim Tim im Auto, hätten wir locker 300 Grad geschafft. Es zieht sich nach oben hin. Es ist ein geiles und schnelles Auto, aber man merkt halt, ob du 600 PS hast oder 800 PS, da wird der Weg halt extrem lang, den du brauchst, um 300 zu fahren. Wir probieren es aber nochmal für euch und auch für mich, weil ich will wissen, wie die Zeit von 100 auf 300 ist. Gerade im Vergleich zu, wir haben Tim seine Zeiten, wir haben die Zeiten von dem mit den letztens von dem Schwarzen, mit dem Upgrade-Ladern und so weiter, kann man immer schön quer vergleichen hinterher. Ja, Tim, lass uns probieren. Wir schwenken um. Geklappt mit einmal 300 und Tim, 100, 300, 16,3 meine ich. Ihr habt ihr gerade gesehen im Video, also irgendwas mit einer 16er Zeit und das ist nur möglich, wenn du Wassermethanol fährst, weil ansonsten regelt dir das Ding in alle Richtungen. Laddruck fahren wir hier 1,3 bar abfallen auf 1,1, ja, oder 1,15. Ja, Anzeige zeige ich manchmal durchgehend 1,2 an, aber in den Logs 1,15. Weil wir den Ladern einfach oben raus so gar nicht mehr zumuten wollen mit den Originalladern. Und das reicht auch. Ja? 605 PS, 890 Newtonmeter für nur dieses Umbaupaket und diese Zeiten fahren ist schon extrem geil. Lenkrad habt ihr gerade gesehen, hier schön mit dem Carbon und dem
Oh, Sitze sind auch geil, ne? Sitze sind GT3 oder irgendwie sowas? Ich bin mir nicht sicher, könnte original GT3 sein. Auf jeden Fall mit Klappfunktion und man sitzt gut, gefällt mir wirklich gut das Auto. Auch von außen Tiefe und so. Tiefe ist nicht so deins, Tim, ne? Wie ist das vom Fahren dann zu schlecht, ne? Ja, und wenn ich überall aufsetze, Optik natürlich im Stand, wenn der Wagen steht, ist geil. Alles andere schwierig. Aber steht schon Porno da, also mir gefällt der richtig gut, auch mit dem großen Flügel und so. Aber der schwarze hat mir auch schon gut gefallen. Aber Alltagstauglichkeit leidet natürlich bei so tiefen Autos. Mir reicht aber diese Statiktiefe, reicht mir. Ich bräuchte das nicht mit diesem Liftsystem, wie der letzte Mal hat, oder? Mir reicht diese Optik. Mir ist das generell zu tief. Aber ist ja Geschmackssache. Ich merke aber eins, Tim, mir gefallen die 907 ja immer besser. Ne? Ich muss die Tage mal wieder mit meinem fahren, aber in meinen Gedanken war ich so überlegen, 997 MK1 oder doch auf eine 991 mal umschwenken oder doch bei der alten Trommel bleiben, weil die werden ja auch immer weniger und sind geil. Ich weiß nicht, könntet ihr ja mal drunter schreiben. 996 Turbo behalten, auf 997 MK1 umsteigen, MK2 bin ich raus oder 991 MK1. Ja, schreibt mal drunter, was ihr machen wollen würdet und ich bin gespannt. Würde ich sagen, wir sind raus mit dem Auto, aber jetzt kommen noch mal ein paar schöne Aufnahmen, weil das Auto gefällt mir wirklich gut. Schöne Grüße an Philipp. Bis dahin, viel Spaß mit der Karre und immer feuerfrei hier, ne? Ach so, was ich ganz vergessen habe. Hier wird nur 100 Oktan gefahren. Philipp fährt nur Shell. 100 Oktan, ich konnte ihn nicht überreden, 102 zu fahren. Gerade da hilft Wassermethanol auch noch mal. Alles klar. Jetzt bin ich aber raus. Tschüss. With their nails done.